Glückwunsch zum Halbfinale. Vorrundensieger gestern Abend, heute Morgen war früh gestartet, bis zum Halbfinale. Manchen Gegner heute mal die Latte gezeigt, sage ich jetzt mal. Aber im Halbfinale würde man sagen, die erste Halbzeit so ein bisschen auf Sparflamme gespielt, um auf die zweiten 10 Minuten intensiv zuzuschlagen. Ja, wir wollten das Spiel so lange wie möglich kontrollieren, ein bisschen auf Ball halten spielen, dass wir nicht so viel Kräfte verschwenden, weil wir halt gestern, wie gesagt, schon intensiv gespielt haben und dann in den zweiten Hälfte fangen wir mal alles raushauen, was möglich war. Das haben wir getan. Kreisliga B-Mannschaft hier im Halbfinale. Sehr stolz auf die Jungs. Alles gut. Ja, kann man stolz sein. FC Krauthausen als Ligist in der Klasse B. Zurzeit aber sehr gut unterwegs. Gehen wir mal kurz auf die Vorrunde gestern ein. Sie haben es angesprochen. Mit welchen Gegnern hatten Sie definitiv, sag ich mal, die Schwierigkeiten? Ja, wir haben eigentlich alles gewonnen, außer gegen Schleiden, unentschieden und gingen nachher über das Torfeld. Es war eine enge Kiste, hatten auch eine gute Mannschaft, aber muss auch ein bisschen Glück haben. Ne? Also dann haben wir uns dann durchgesetzt mit einem Tor mehr. Sie als Spielertrainer gestern, wie gesagt, den Erfolg, der nach Hause, die Spieler so ein bisschen darauf angewiesen heute, eingewiesen auch, sag ich mal, wie sie spielen sollen, weil heute ja hochkarätige, gesetzte Gegner auf dem Tableau standen. Ja, für uns war klar, dass gestern schon ein Riesenerfolg war. Wir hatten die Türken dabei, die Stadtmeister geworden sind. Und ich habe einfach gesagt, alles, was heute kommt, ist Zugabe. Wenn man gegen höherklassige Mannschaft spielt, dann hat man nichts zu verlieren. Dann kann man als B-Ligist einfach locker aufspielen. Natürlich haben viele gedacht, wir werden wahrscheinlich Laufkundschaft oder kriegen hier die Hucke voll. Mit und mit haben wir uns gesteigert, wurden Selbstbewusstsein größer und dann spielst du halt auch guten Fußball teilweise. Ne? Ja, am Ende der regulären Spielzeit, 3:3, dann ist natürlich immer das 9-Meter-Schießen so ein Glücksfall. Was hatten Sie denn Ihren Schützen, sag ich mal, noch kurz auf den Weg gegeben? Sie standen ja mit denen noch zusammen und vielleicht den einen oder anderen Tipp. Ich meine, Sie haben ja auch ein paar Routiniers drin. Ja, wir haben den einen oder anderen, wie Ali Altin oder sowas, die sind natürlich erfahren, haben auch höher gespielt. Aber im Endeffekt habe ich nur gesagt, egal was jetzt passiert, wir haben weder gestern noch heute ein Spiel verloren in der regulären Spielzeit. Das, was jetzt kommt, ist auch ein bisschen Glückssache. Egal, was passiert, ich bin stolz auf euch und macht euch keinen Kopf. Ja, tolles Turnier gespielt. Ja, Ihre Fans hochzufrieden. Gehen wir mal weg von der Halle. Wir müssen nach vorne schauen. Die Kreisliga wartet ja die Klasse B. Sie sehen die Vorbereitungen aus. Haben Sie sich nochmal verstärkt oder wollen Sie mit dieser Mannschaft den Aufstieg, sage ich mal, in trockenen Tücher kriegen? Ja, Aufstieg ist immer so ein großes Wort. Wir wollen natürlich probieren, nochmal Boden gut zu machen. Wir haben natürlich viele gute Mannschaften bei uns drin. Wir sind oben dran, haben viele Nachholspiele, alles noch möglich. Verstärkt haben wir uns nicht. Wir sind gut besetzt, kommen 2, 3 Langzeitverletzte zurück und dann gucken wir mal, was machbar ist in der Rückrunde. Wie sieht denn die Vorbereitung aus? Jetzt ein bisschen Ruhephase, ein paar Tage und dann geht's los. Haben Sie sich noch ein paar Gegner ausgesucht, wo Sie nochmal testen können? Ja, wir hätten normalerweise heute Morgen gestartet, um 11 Uhr war angesetzt. Das hat sich dann jetzt auf morgen, beziehungsweise hat sich gestern auf morgen verschoben. Jetzt werden wir das wahrscheinlich nochmal verschieben, weil die Beine doch schwer sind. Wir haben eine ganz normale Vorbereitung mit ganz normalen Gegnern aus Kreisklasse A, Barmen, hier was drum ist. Und nichts Außergewöhnliches, aber intensiv 6 Wochen. Und dann gucken wir mal, dass wir dann fit sind und zum Saisonstart nochmal was machen können. Alles klar, vielen Dank und alles Gute für die Rückrunde. Danke. Ja, wir kommen zum Hallencup, 32. Hallenmeisterschaft hier in Jülich. Herzlichen Glückwunsch, Viktoria Arnoldsweiler, Frank Rombay. Hat ja alles geklappt heute. In den letzten Wochen war es ja nicht so in Düren. Ja, zunächst mal herzlichen Dank. Ja, richtig. Ich denke, dass wir es heute relativ souverän gewonnen haben, das Turnier. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir die letzten 4 Spiele, die beiden Zwischenrundenspiele, dann auch Halbfinale und Endspiel dann zu 0 bestreiten könnten. Wir haben sehr diszipliniert gespielt, sehr diszipliniert verteidigt und genau das. Sie haben gerade den Finger in die Wunde gelegt, ist genau richtig, was uns in Bürkesdorf nicht so gelungen ist. Wir haben gegen Bürkesdorf das erste Spiel 3:2 gewonnen, das war in Ordnung gegen Gürzenich. Aber auch da habe ich schon so ein bisschen gesehen, dass es an dem Abend wahrscheinlich nicht dazu reichen wird, weiterzukommen. Wir haben dann gegen Schwarz-Weiß-Düren deutlich 5:2 verloren, haben dann nicht gut verteidigt, haben das völlig verdient verloren, das Spiel. Ja, und heute hat alles gut geklappt. Einziger kleiner Wermutstropfen ist, ich wollte ja die beiden Turniere möglichst ohne Verletzung überstehen. Der Marcel Reiskis hat sich gerade in der Situation an der Bande, ich hoffe nicht zu schwer verletzt, aber es sieht nicht gut aus, irgendwas am Rücken. Da werden wir heute Abend, wir werden jetzt gleich nochmal ins Krankenhaus fahren und mal gucken, was da ist. Kann sich schwer bewegen im Moment, ja. Ja, Sie haben es angesprochen, von Spiel zu Spiel heute immer eine Leistungssteigerung, konnte man dann sehen, auch im Halbfinale, im Finale, 2 tolle Spiele absolviert, dementsprechend auch brisante Szenen drin gewesen.
Da kann man ja als Trainer zufrieden sein, nur natürlich die Verletzung jetzt ist ein bisschen das Negative. Ja, das ist, wie gesagt, das ist wieder das Problem, wo wir dann hoffentlich, ja, muss ja nichts Schlimmes sein, aber so gut sah es gerade nicht aus, wir müssen es einfach mal sehen. Leistungssteigerung, ja, von Spiel zu Spiel. Ich glaube, die ersten zwei Spiele heute gegen Rudolf und gegen Titz, auch wenn wir so deutlich gewonnen haben, haben wir uns ein bisschen schwerer getan. Aber dann mit dem Zwischenrundenspiel gegen Liechtensteinstraß, glaube ich, haben wir das in die richtige Richtung gedrückt. Und ja, ich glaube schon, dass wir insgesamt verdient gewonnen haben. Wenn andere gewinnen, sage ich das auch immer sehr fair. Und ich glaube, dass wir heute hier am Tag auch die beste Mannschaft waren. Das kann man bestätigen. Gehen wir mal weg jetzt von der Halle zur grünen Saison zurück. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, die Saison ist natürlich das Wichtigste und das Hauptaugenmerk wird darauf liegen. Die Mannschaft jetzt in den 6,5 Wochen Vorbereitung. Wir fangen am Mittwoch an, auf das erste Spiel dann gegen Euskirchen vorzubereiten. Ja, die Situation ist ja klar. In der Mittelrheinliga 16 Mannschaften, ein Viertel steigt ab, sprich 4 Mannschaften steigen ab. Das ist sehr schwierig. Die Mannschaften um uns herum, der FC Hennef in den letzten 5 Jahren 3-mal Mittelrheinliga Meister. Im Moment noch unter uns, wird alles dafür tun, sich entsprechend zu verstärken. Hat das schon getan, neuen Trainer, neuen sportlichen Leiter, viele, viele neue Spieler. Werden alles dafür tun, die Klasse zu halten. Die stehen noch unter uns. Hiller Marok-Bergheim, für mich eine der stärksten Mannschaften der Hinrunde, zumindest im Spiel, in der Hinrunde, zumindest im Spiel gegen uns, muss uns 4-0. Wirklich, in dem Spiel waren wir chancenlos. Es war kein anderes Spiel, wo wir chancenlos waren. Gegen Hiller waren wir das. Die werden auch nochmal sich mit vielen, vielen Japanern verstärken. Ja, und alles, was drumherum ist, Friesdorf und so weiter, alles finanzkräftige Mannschaften. Wir haben einen guten Kader, wir stehen für Arbeit, wir stehen dafür, akribisch zu arbeiten, auch in den Spielen. Und wenn wir sehr diszipliniert sind, glaube ich, dass wir, wie die anderen Mannschaften, auch eine Chance haben, in der Liga zu bleiben. Daran werden wir alles setzen und ja, wie gesagt, ab Mittwoch den Grundstein hoffentlich auf eine gute Rückrunde legen, um den Klassenerhalt dann zu schaffen. Vielen Dank. Wir kommen nochmal zurück zu den Hallenmeisterschaften hier in Jülich. Herzlichen Glückwunsch zum grandiosen Sieg. War ja eindeutig, kann man ja nicht drüber meckern. Ne? Super Auftritt deiner Mannschaft und in den Vorrundenspielen von Spiel zu Spiel eine Leistungssteigerung bis zum Finale. Ja, ich denke, am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme. Der Boden ist sehr rutschig, aber ja, nachher wurde es immer besser. Wir haben es gut zusammengefunden. Und das Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt hat. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung. Ich denke, das ist die Hauptsache. Ja, hast es gerade selber angesprochen, Verletzung. Aber Marcel Reiskis hat wahrscheinlich eine leichte Verletzung. Der Trainer hat es gerade schon angesprochen. Ja, muss man jetzt mal schauen. Also, ich weiß, er hat, glaube ich, Beschwerden. Ich habe jetzt noch nicht mit ihm gesprochen, aber da muss er vielleicht eine Woche später einsteigen. Wie sieht es denn aus, jetzt, wenn man von der Halle mal weggeht? So ein Hallensieg ist ja ganz gut auch, sag ich mal, fürs eigene Ego. Aber in der Mittelrheinliga, in der Rückrunde, der Trainer hat es ja auch angesprochen, ist ja eine schwierige Aufgabe zu lösen. Ja, gut, also den schwierigen Auftrag hatten wir auch in der Hinrunde schon. Da haben wir gezeigt, dass wir da auch punkten können. Und das Loch kam eigentlich erst danach ein bisschen. Von daher mache ich mir da keine Sorgen, wenn wir eine gute Vorbereitung spielen, dass wir da auch am Anfang schnell Punkte holen. Welchen Gegner hast du denn heute hier am schwierigsten gesehen in deiner Phase? Ja, ich denke, die zwei Spiele gegen Steinschwass, die waren schon am intensivsten. Man hat gesehen, dass die Jungs auch kicken können und ja. Und jetzt ein bisschen feiern heute noch oder ausspannen und am Mittwoch geht's dann los? Es gibt die nächste Woche nicht her, aber ja, ab nach Hause und dann Kräfte sammeln für Mittwoch. Was macht man denn neben Fußball in der Ausbildung? Ich mache ein duales Studium, ja. Und wie weit sind wir in dem Studium? Drittes Semester. Alles Gute und viel Erfolg in der Rückrunde. Kommen wir mal zurück zum Hallencup in Jülich im Finale. Viktoria Anders war da gegen Germania Liechtensteinstraß. Mittelrhein gegen Bezirksliga. War der Unterschied wirklich so in der Halle zu spüren heute? In der Halle denke ich mal, wenn man eine richtige Einstellung an den Tag legt und diszipliniert arbeitet, kann man auch einen Mittelrheinligisten schlagen. Aber im Finale heute war Arnoldsweiler einfach besser als wir. Das muss man anerkennen. Deswegen auch von unserer Seite Glückwunsch. Ich denke, Sie sind der verdiente Turniersieger und wir können mit dem zweiten Platz auch gut leben. Aber ihr habt ja heute zweimal gegen Viktoria Arnoldsweiler gespielt. Kann man denn nicht aus dem ersten Spiel, hat man als Trainer wahrscheinlich gewisse Lehren gezogen und das dementsprechend in der Kabine nochmal besprochen? Ja klar, haben wir ja schon versucht, den Bock wieder jetzt umzustoßen und uns zu revanchieren. Aber im Finale waren sie einfach zu gut. Meine Jungs waren auch ein bisschen platt und da merkt man schon den Klassenunterschied. Die Jungs von Arnoldsweiler sind einfach sehr ballsicher und das Tempo ist auch dann nachher für meine Jungs etwas zu hoch gewesen und konnten wir leider nichts mehr entgegenzusetzen, aber wie gesagt, Glückwunsch an Arnoldsweiler, aber auch an meine Jungs. Der Kapitän hat es am Freitagabend schon bei uns im Interview gesagt, man müsste sich also steigern für Sonntag. Den habe ich heute gar nicht auf dem Spielfeld gesehen. Ja, am Anfang war er da. Im ersten Spiel, da hat er sich leider verletzt und
aus Vorsichtsmaßnahmen haben wir dann gesagt, bleib lieber draußen. Er hat natürlich auch gefehlt. Wäre schön, wenn er dabei gewesen wäre. Aber draußen ist natürlich wichtiger, dass er da hoffentlich nicht länger ausfällt. Aber als Titelverteidiger angetreten, Platz 2 in diesem Jahr, kann man ja eigentlich zufrieden sein und dementsprechend positiv nach zur Rückrunde schauen in der Bezirksliga? Ja, absolut. Ne? Also wie gesagt, 2. Platz sind wir echt zufrieden mit. Einer Zweile waren die besten Jungs und wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert, haben sehr gute Comeback-Qualitäten gezeigt. Wir lagen ja nur ein paar Mal zurück und da kann man meinen Jungs also nur gratulieren. Die Einstellung war absolut top und ich hoffe, das können wir in der Rückrunde dann auch so mitnehmen. Bleiben wir mal in der Rückrunde. Bei Germania Lichtsteinstraße ist ja so einiges, sage ich mal, vorgefallen. Zu Leid, der Vorstand, der Vorsitzende, urplötzlich verstorben. Der Trainer ist zurückgetreten, jetzt ein Duo, altbekannte in Lichtsteinstraße, haben das Ruder übernommen. Lichtsteinstraße hat eine hochkarätige Mannschaft, aber es hat nicht so gefunkt. Und die Rückrunde, da will Ihre Mannschaft nochmal zeigen, hat der Kapitän am Freitag schon bei uns gesagt. Ja, das denke ich auch. Also die Rückrunde war nicht nach unseren Vorstellungen. Da ist noch viel Luft nach oben und wir versuchen über eine gute, konzentrierte Vorbereitung da die mit Schwung in die Rückrunde reinzugehen. Und wir haben ja auch noch 4 Nachholspiele, glaube ich. Und wenn wir die hoffentlich erfolgreich gestalten und mit einem guten Start, dann denke ich, dass wir da auch wieder eine gute Rolle spielen und das Gesicht zeigen, was wir auch selber von uns wollen. Für Sie als Trainer natürlich eine schwere Last zu tragen in der Rückrunde. Ja, absolut. Wie gesagt, Sie haben es gesagt, das Schlimmste war natürlich mit dem Vorstand, dass der liebe Herbert verstorben ist. Das hat uns natürlich sehr mitgenommen und trifft uns auch im ganzen Verein sehr schwer. Und vielleicht versuchen wir für den Herbert halt auch dann ein bisschen Stück weit da in der Rückrunde zurückzugeben und das Beste draus zu machen, dass wir am Ende dann doch ganz ordentlich dastehen und nicht so, wie wir im Moment stehen. Vielen Dank, alles Gute. Ja, wir kommen nochmal zurück zum 32. Hallencup-Meisterschaft hier in Jülich. In diesem Jahr der Ausrichter aus Jackerath, Oferten, richtig? Bei mir der Vorsitzende, glückliche Figur, 4 Tage, alles bombastisch gelaufen. Man hat also gar nichts Negatives feststellen können. Nein, überhaupt nicht. Wir hatten hervorragende Stimmung bei den Spielen gehabt. Wir hatten guten Besuch gehabt. Das waren im Schnitt bei den ersten 3 Tagen mit den Spielern 500-600 Zuschauern, sage ich jetzt mal da. Also mit Spielern natürlich. Heute sogar noch deutlich mehr. Organisation hat hervorragend funktioniert. Es gab keine Pannen. Jeder hat was zu trinken gekriegt. Jeder hat was zu essen bekommen. Wir haben tolle Spiele hier zu sehen gekriegt. Wir sind rundum zufrieden. Ja, Ihre Mannschaft war ja in der Vorrunde. Ich glaube, Donnerstag ist sie am Start gewesen. Hat aber nicht so ganz gelangt. Man hat ein bisschen mehr erhofft und der Trainer dementsprechend trotzdem noch gut gelaunt die Tage. Ja, natürlich. Die Ergebnis war zwar nicht so gut, aber die Spiele waren doch besser. Denn wir haben nur 1 Spiel verloren, 2 unentschieden, 1 sogar gewonnen. Sind damit natürlich ausgeschieden, ja. Aber grundsätzlich war das eigentlich okay. Ja, Jackerath Oberherten liegt ja so am Tagebaugebiet, so Richtung Jackerath, richtig? Ja, das ist richtig. Wir liegen direkt am Tagebaugebiet, sind aber leider kein Abbaugebiet selber, sondern nur am Rand. Und wir kämpfen natürlich dann mit der Umgebung da so ein bisschen. Wir sind abgeschnitten von allen anderen, mehr oder weniger, fühlen uns aber trotzdem wohl dort. Ja, weg von der Halle, gehen wir mal kurz in die Liga. Kreisliga B spielen Sie, haben einen guten Trainer, eine gute Mannschaft eigentlich. Das ist dann auch schon alles geplant für die neue Saison, Trainer und alles. Man plant ja schon frühzeitig in den Vereinen. Ja, ich kann Ihnen also jetzt schon mal berichten, dass wir mit dem Trainer verlängert haben um ein weiteres Jahr. Die Mannschaft, wir sind nun mal ein Verein, ein kleiner Verein, wo wir von unserer Jugend leben. Dementsprechend sind unsere Voraussetzungen natürlich so, dass wir mit dem Spielermaterial zurechtkommen müssen, was wir haben. Wir hatten dieses Jahr leider Gottes Verletzungspech gehabt in der Saison, sind nicht zufrieden mit dem Platz, das muss man ganz klar sagen, hoffen aber jetzt auf eine gute Rückrunde, dass wir zumindest den Klassenerhalt ganz sicher frühzeitig festmachen werden und fürs nächste Jahr nehmen wir uns natürlich vor, deutlich besser zu werden. Vielen Dank, alles Gute und für die tolle Veranstaltung nochmal vielen herzlichen Dank. Danke.